Ich glaube, ich weiß, was Ihnen fehlt. Ach, Sie meinen, Sie haben ein Heilmittel? Ja, ich schaue gleich mal nach. Ja, das wird ein Kaiserschmarrn. So eine Art Edelpfannkuchen. Was fehlt noch? Eier natürlich. Oh, nur noch eins. Was fehlt? Eier natürlich. Oh, nur noch eins. Was fehlt? Eier natürlich. Oh, nur noch eins. Ich brauche mehr, so wird das nichts mit dem Kaiserschmarrn. Es sei denn, ja, wozu hat mein Nachbar, nicht? Ah, Herr Nachbar! Haben Sie eine Medizin gefunden für mein Leiden? Können Sie mir nicht ein paar Eier leihen? Also, wenn Sie wirklich glauben, dass mir das hilft. Nur über meine Leiche. Na, dann nicht. Mache ich mich wieder an meinen Kaiserschmarrn. So eine Art Edelpfannkuchen. Was fehlt noch? Eier natürlich. Oh, nur noch eins. Was fehlt? Eier natürlich. Oh, nur noch eins. Ich brauche mehr, so wird das nichts mit dem Kaiserschmarrn. Es sei denn, ja, wozu hat mein Nachbar, nicht? Ah, Herr Nachbar, können Sie mir nicht ein paar Eier leihen? Diese blöden Schuhe, die drücken ungemein. Na, dann nicht. Mache ich mich wieder an meinen Kaiserschmarrn. So eine Art Edelpfannkuchen. Was fehlt noch? Eier natürlich. Oh, nur noch eins. Ich brauche mehr, so wird das nichts mit dem Kaiserschmarrn. Es sei denn, ja, wozu hat mein Nachbar, nicht? Ah, Herr Nachbar, können Sie mir nicht ein paar Eier leihen? Was hat er denn? Sieht gar nicht gut aus. Ich würde sagen, das ist ein versteinerter Ammonit. Ja, wo bleiben Sie denn, Herr Nachbar? Dann nicht. Mache ich mich wieder an meinen Kaiserschmarrn. So eine Art Edelpfannkuchen. Was fehlt noch? Eier natürlich. Oh, nur noch eins. Naja. Auf der Alm, da gibt's Quasünd. Aber vielleicht einen guten Kaiserschmarrn. So eine Art Edelpfannkuchen. Was fehlt noch? Eier natürlich. Oh, nur noch eins.